Hey Leute, Fujiwara.de mal wieder hier und ja, ich kann mit Stolz ankündigen, dass bis Part 5 nur halt das mit den schwarzen Rändern sein wird. Also nach Part 5, ich habe einen Weg gefunden, es zu beheben. Ich muss tatsächlich mit was anderem aufnehmen. Also OBS hat mir tatsächlich die Aufnahmen zerschossen. Ja, habe ich also die richtige Vermutung gehabt. Ich nutze dann als Zweitaufnahmeprogramm noch MSI Afterburner. OBS wäre mir zwar grundsätzlich lieber. Aber was soll ich machen? MSI Afterburner ist halt der einzige Weg, halt wirklich das Spiel vollständig aufzunehmen. Bei Red Faction halt auch auf der richtigen Anwinklung. Problem ist bei Need for Speed Underground 2, warum auch immer, dreht das um 180 Grad, da muss ich halt einfach nur gegenwirken mit Shortcut später. Aber das ist auch kein Problem. Und ja, also es wird jetzt. Wird jetzt bald so sein, dass alles wieder vernünftig läuft. Dann kann ich das auch größer ziehen bei Shortcut noch für euch, weil bei Need for Speed wird halt ein bisschen kleineres Bild logischerweise aufgenommen. Da das halt auf einer anderen Auflösung gestartet werden muss, tatsächlich. Aber das ist kein Problem. Da kriegen wir auch hin. Demnach wird das bald alles behoben sein und dann wird auch alles vernünftig laufen, denke ich mal. Zumindest von den vier Projekten. Und dann wollte ich halt auch noch darüber reden, was denn kommen wird, wenn ich dann Need for Speed Underground oder The Binding of Isaac beendet habe oder auch Fallout Shelter beendet habe oder halt auch Red Faction Guerrilla Remastered beendet habe. Und das könnt ihr dann später auch abstimmen. Also ich werde mich erstmal nur auf Spiele beziehen, die ich habe. Ich werde dann extra nochmal separat ein Video machen, wo ich darüber rede, sobald das Projekt fertig ist, was denn als nächstes folgen könnte. Und dann könnt ihr halt abstimmen, welche Spiele ihr davon sehen möchtet. Ja. Also dann. Ciao.